Du möchtest also besser in League of Legends werden? Dann ist die Hub Academy genau das Richtige für dich. In unserer Hub Academy findest du Unmengen an Material und Guides für alle Rollen. Das fängt an beim Split Push, geht weiter zum Jungle Tracking, hin zum Positioning und natürlich auch Wave Control. Unsere Kurse sind so gestaltet, dass die Videos aufeinander aufbauen und du somit immer mehr Wissen sammelst. Da wir auch viel Wert darauf legen, dass du die Dinge verstehst und anwenden kannst, haben wir unter jedem einzelnen Kurs noch mehrere Fragen vorbereitet. So kannst du überprüfen, ob du den Inhalt des Kurses verstanden hast und bereit bist, das Gelernte direkt anzuwenden. Möchtest du dich noch weiter verbessern? Kein Problem! Wir bieten außerdem interaktive Seminare, bei denen unsere Coaches oder andere Referenten dir verschiedene Themen präsentieren, die man in Videos nur schwer erklären kann. Dazu gehören Dinge wie improve ich richtig? Oder Mentalitäten wie, ich bin Low Elo und das ist okay. In den Seminaren liegt der Hauptfokus natürlich auf der Interaktivität, also kannst du jederzeit in den Chat schreiben und Fragen stellen. Was machst du aber, wenn du den Inhalt eines Kurses nicht ganz verstanden hast? Auch dafür gibt es eine Lösung. In unserer Need a Gang-Funktion kannst du uns eine Nachricht hinterlassen, auf die einer der Coaches innerhalb von 24 Stunden antwortet. Worauf wartest du also? Beginne deinen Weg und schreibe dich in unserer Hub Academy ein, um deine Ziel-Elo zu erreichen. Das wird ein fucking Int, so oder so. Fuck. Guter CS, Burak. Guter Trade, Alter. Keep it up. Ja, wir müssen jetzt ein paar CS aufgeben. Aber da lässt sich nichts machen. Sagte er und nimmt direkt einen schlechten Trade. Ich meine, den Trade nehme ich. Not gonna lie. Hello there. Ey, das ist doch jetzt lame, Alter. Oh Mann! Oh, nevermind, mein Sugarf ist da. Ja, dann mach ich hier. Mein Ding. Habe den Repeat Gank ja schon kommen sehen. Ich auch, aber ich habe nie alle gesehen, wie sie auf Sugarf war. Und deswegen konnte ich da einfach hintippen. Cool, Alter. 12 zu 26 CS. Das freut doch das Herz. Ja, geben wir einfach ein paar CS auf. Ich meine, ein Minion mehr oder weniger wird jetzt nicht einen Unterschied machen. Just then. Hey, wie hab ich das Minion verpasst? Das Problem ist halt, der Boy hat fucking Base-Vorteil. Ich kann ihn ja trotzdem nicht fighten. Er hat mehr Sustain als ich. Er hat mehr Range als ich. Junge, er hat mehr Skill als ich. Einfach alles. Das ist so sad, diese Toplane. Holy fuck. So, ich falle zurück, muss CS aufgeben. Und weil ich CS aufgebe, falle ich noch mehr zurück. Ja. That's what I mean. Nice. Danke, Alter. Mehr wollte ich doch gar nicht. Selber süßer. Gutes Kelmin im Burak. Keep it up. Das meine ich. Was ist denn das für ein Lifestyle von dem? Was ist denn das für ein Lifestyle, Alter? Ich werde jetzt legit nutzlos sein. Ich habe jetzt das Anti-Heal. Bitte sei nicht im Busch. Ah! Glaube ich keinen Outplayen. Ich kann ihn nicht outplayen! Okay, ich hätte niemals erwartet, dass sein Flash so weit reicht. Not gonna lie. Ja, Bruder, der hat halt der Stance und der hat Ninja Tavi. Der ist untötbar für mich. The fuck, warum ballert die mich so?
geht denn bei der ab? Junge. Also langsam komme ich zurück ins Game. Das ist nicht der Support. Außerdem ist mir egal, ob ich einen Support töte oder jemand anderes. 300 Gold sind 300 Gold. Den Fight nehme ich nicht alleine. Oder der war gerade für 10 Jahre in der Luft. Okay. The fuck? Der war gerade für 10 Jahre in der Luft, Alter, du Yasuo-Yon, und der kommt einfach runter und ist immer noch full life. Ja, Healing Reduction ist aktuell ein fucking Witz. Das Problem ist, ich weiß ja nicht, ob die Healing Reduction ein Witz ist. Oder ob, es einfach zu viele und zu starke Heals gibt mittlerweile. Weil früher war Healing Reduction kein Problem. Aber früher gab es halt gefühlt auch nicht so viele Heals. Okay, das war auch eine fucking Tragödie, holy shit. Ja, okay. Flash ist raus. Ich bin fast even im CS mit Aatrox mittlerweile und war fast 50 down. Ist das nicht super? Leider kein Ult. Das ist aber blöd. Okay, Duo Baron, warum nicht? Weil wenn Nidalee das sagt. Ich denke, dass das das smarteste Play ist, aber... Wir müssen nur einen von uns irgendwie irgendwo gesehen haben, dass... Play ist halt fucking RIP eigentlich. Okay, dass das klappt. Piss dich, Alter. Oh, oh. Junge, ich brauch Lifesteal. Mann, ich brauch so viel, Alter. Moin, Meister! Oh, oh. Junge, mittlerweile fick ich euch alle. Oh, oh, das habe ich nicht gesehen. Ja gut, da habe ich nicht drauf geachtet. Ich wollte halt legit einfach diesen Aatrox töten, not gonna lie. Ja, okay, sorry, Alter. Kennt mir doch wenigstens. Hat das jemand geklippt? Hoffentlich, Alter, hoffentlich. Hab in 80 Sekunden... Oh, lol. Als ob der noch Brand und fast Jenna tötet. Holy shit. Aber jetzt habe ich auch Lifesteal, Alter. Ich hatte gerade nur einen Lifesteal vom Revenant Hunter. Junge, das Game steht 24-29 und Ash ist gerade das erste Mal gestorben. Okay. Ich würde gerne diese Drake Soul haben. Oder wo kommt der denn her? Oh, ich bin in Aatrox W reingedasht. Okay. Ich glaube, wir können erst 2 gegen. Verfickte Scheiße, Kaiser, Alter. Ich liebe League of Legends. So, ich wusste, dass dort zu engagen kein smartes Play ist. Aber ich habe einfach diese juicy 4-Mann-Ult gesehen. Und deswegen wollte ich einfach reingehen. Schade, dass ich zu kacke dafür war und nur eine Person geholt habe. Aatrox, Alter. Oh mein Gott, war da gerade viel Hass bei. Jesus.
Alter, f***! Raus mit dir, Alter, aus meinem Game. Raus mit dir aus meinem Game, Alter. GG.